Hi, ich heiße Sergei. Ich bin der Gründer des privaten Sicherheitsunternehmens SOS Security Service, welches körperliche Schutzdienste anbietet. Zu unseren Mitarbeitern zählen nicht nur Menschen, die in der Armee und bei Spezialeinheiten ausgebildet wurden, sondern auch Vierbeiner, die uns bei der Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen unterstützen. Unsere Teammitglieder werden speziell ausgewählt. Sie sind sowohl im Schießen als auch im Nahkampf ausgebildet. Wir trainieren dreimal die Woche. Einmal im Monat führen wir Schießübungen durch und wir trainieren täglich mit unseren Hunden. Diese Hunde werden von den besten Ausbildern Deutschlands ausgebildet, wie Andreas Krüger und Steffen Ortmann. Das Training der Hunde umfasst nicht nur Gehorsam und Verteidigung, sondern auch die Suche nach Waffen und Sprengstoffen. Da wir in verschiedenen Sicherheitsbereichen arbeiten, ist es für uns sehr hilfreich, auch dementsprechend verschiedene Hunde zu nutzen. Wir bevorzugen deutsche, belgische und holländische Schäferhunde. Der deutsche Schäferhund ist ein vielseitiger Hund. Er verkörpert Schönheit, Anmut und Intelligenz. Diese Rasse lernt sehr schnell und arbeitet zuverlässig mit Menschen zusammen. Deutsche Schäferhunde können in verschiedenen Bereichen angewendet werden, zum Objektschutz, als Eskorte, als Leibwächter oder bei der Durchsuchung. Der belgische Schäferhund ist eine Handgranate. Er ist ein furchtloser Draufgänger. Aufgrund seiner Geschwindigkeit und Schnelligkeit kommt er meist in Fällen zum Einsatz, in denen eine Inhaftierung erforderlich ist. Der Niederländer hingegen ist hervorragend beim Aufspüren und Suchen. Er ist gelenkig und beweglich und verfügt über eine hohe Sprungkraft. Unser Unternehmen bietet körperliche Schutzdienste aller Art, Schutz durch bewaffnete Wachleute und auch Begleitung von VIP-Personen. Ein Hund gehört zu der Körperschutzgruppe und seine Aufgabe ist es, gewalttätige, aggressive und, weil sie auf Waffensuche ausgebildet sind, bewaffnete Menschen zu erkennen. In unserem Job ist es besonders wichtig, dass der Hund zur richtigen Zeit keine Fehler macht. Das heißt, dass er keine unnötige zusätzliche Aktion ausführt, wenn kein aggressiver Angriff mehr erfolgt. Sollte der Hund das Gefühl haben, dass sich eine Person aggressiv verhält, weist er zuerst darauf hin, um es dir rechtzeitig anzudeuten. Der Hund befindet sich also in Einsatzbereitschaft und ist in der Lage, dich zu schützen. Beschützen bedeutet, einen Angriff durchzuführen, doch diesen auch rechtzeitig zu stoppen, wenn ich es befehle. Unser Unternehmen bietet seine Dienstleistungen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa an. Auch in Frankreich, Belgien, Holland haben wir bereits gearbeitet. Auch in Spanien sind wir zur Unterstützung eingesetzt worden. In der langen Geschichte unseres Unternehmens haben wir uns das Vertrauen der örtlichen Polizeibehörden erarbeitet. Wir führen oft gemeinsame Patrouillen in der Stadt durch. Nein, alles gut. Alles gut. Wir sind eines der wenigen Unternehmen, das sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa eine Waffenlizenz erhalten hat. Unsere Firma arbeitet hauptsächlich mit kurzläufigen Waffen. Alle Mitarbeiter mit offizieller Ausbildung im Umgang mit Waffen arbeiten mit Pistolen der Marke Glock. Bei unserer Arbeit verwenden wir graue Glock-Pistolen. Das sind die Glock 19 und die Glock 17. Meine Kollegin und ich versuchen immer bis zum letzten Moment die Waffe nicht einzusetzen. Ausschließlich in Notsituationen, wenn zum Beispiel ein Kunde angegriffen wird oder das Leben eines Kollegen in Gefahr steht. In Bayern sind wir derzeit die einzige Einheit mit 8 ausgebildeten Hunden.
Aufgrund dessen bieten wir Ausbildungsleistungen für Diensthundeführer an. Sowohl für Hundeführer als auch für Haustiere. Ich bin Victoria, 14 Jahre alt und seit 2 Jahren bei der SOS. Dank dieser Firma habe ich viel über Hunde gelernt und den Spaß am Training gefunden. Seit einem halben Jahr habe ich meine eigene Hündin Omega und wir machen täglich Fortschritte. Meinem Traumberuf, beim Zoll der Diensthundeführer, komme ich täglich näher. Zusätzlich bieten wir auch Leistungen für Privatpersonen an. Diese können den eigenen Hund zum Ausbilden zu uns bringen und später den bereits ausgebildeten Hund wieder abholen. Ein Hund ist eine Waffe. Und wir müssen verstehen, dass eine Waffe in den Händen eines Menschen sehr gefährlich sein kann. Angesichts der Psychologie und Physiologie des Hundes muss man sehr vorsichtig mit ihnen umgehen. Die psychologische Einstellung des Hundes ist für einen Menschen extrem wichtig. Wenn ein Hund dein Freund ist, dann wird er dir auch helfen. Ha, ha, ha.